Es ist schon ein bisschen eigenartig, was der Nasdaq da macht. Wir haben es gesehen zur Eröffnung. Es ging ordentlich erst nochmal, aber es heißt ordentlich, aber im Verhältnis jetzt zu dem, was wir vorher hatten, erstmal zügig nach unten, dann viel Wackelei zur Eröffnung. Wir sehen hier, das ist die Eröffnungsphase hier. Dann ging es nochmal scharf nach unten. Jetzt erholt sich der Markt wieder und scheint damit ein wenig zumindest mal wieder Stärke zu gewinnen. Unsere Idee, die wir im Wochenendvideo ja gebracht hatten, hier zum Nasdaq, die ist natürlich jetzt aufgrund dessen ausgestoppt worden. Also Einstieg war ja hier auf der Wackelei, also dieses klassische Prinzip. Und Trailing Stop, die kleinen Punkte, die wir hier auf der Unterseite sehen, in Parabolik. Man kann auch einen Supertrend nehmen. Das wäre jetzt ein bisschen niedriger gewesen. Allerdings, wir wechseln typischerweise ab der 70er-Marke ja auf den engeren von den beiden. Aber das spielt keine Rolle. Insgesamt diese Bewegung jetzt erstmal abgeschlossen, zumal dieses Teilstück. Und jetzt wird es ein bisschen spannend, ob wir nochmal sowas hier bekommen, was ich mir sehr gut eigentlich vorstellen kann. Also nach dieser Aufwärtsbewegung wäre es durchaus denkbar, dass wir jetzt abermals, das kann ein bisschen breiter, ein bisschen schmaler sein, aber dass wir hier in irgendeiner Form hier so diese Wackelei hier haben, das ist sehr, sehr gut denkbar und dann eben nochmals nach oben. Aber was weiß ich denn? Ich weiß ja gar nicht, ob wir dieses Bewegungsmuster hier bekommen, denn aktuell für all die Intraday-Freunde unter uns ist das eine spannende Geschichte, was wir hier haben beim Nasdaq. Also hier im 5-Minuten-Chart wäre auch sowas sehr, sehr nachvollziehbar. Ob das von hier beginnt oder ob das dann noch ein bisschen höher geht und dann erst geht, all das entspricht dem, was wir hier hatten, was wir hier auf den größeren Ebenen. Ihr seht, man kann es sehr leicht übertragen auf das jeweils Lieblings- oder favorisierte Zeitbild, was man eben gerne hat für die Intraday-Freunde hier im 5-Minuten-Chart oder Stunden-Chart beispielsweise, die etwas länger orientierten beispielsweise. Natürlich dann Tageschart oder 4-Stunden-Chart, einfach um da nicht jetzt die ganz kleinen Bewegungen mitmachen zu müssen. Es bleibt also spannend, was wir hier geboten bekommen. Und da ist der Nasdaq eigentlich der mit dem aus meiner Sicht schönsten Bild auch. Also charttechnisch am schönsten und am einfachsten nachvollziehbar. Wenn wir mal einen Blick werfen auf den Nasdaq, da sieht das, Entschuldigung, auf den S&P 500, in dem Fall den Future, nicht, dass ihr euch wundert, warum steht hier ES. Das ist der E-Mini S&P Future sozusagen. Und dann sehen wir, dass das letzte Bild hier Intraday, ja, man ist bemüht. Ja? Wenn man ehrlich ist, man schlägt auch gerne mal Zeit tot. Das ist nicht ganz so ideal, was wir hier haben. Das ist die Einladung dann, eben auf die Märkte zu gehen, die da besonders gut aussehen. Und wie gesagt, der Nasdaq scheint mir da im Moment eigentlich ein ganz guter Index zu sein, weshalb ich auf den dann ganz gerne zurückgreife. Gucken wir noch mal einmal ganz kurz auf den DAX. Der ist, also nun gar nicht in diesem Modus. Im Gegenteil, ich kann mir sogar eigentlich sehr gut vorstellen, dass die Abwärtsseite dann noch mal kommt. Wir hatten das mehrmals schon besprochen im übergeordneten Bild. Guckt euch, wie gesagt, das Video vom Wochenende noch mal an. Aber im Untergeordneten sehen wir das schon. Die letzten Bewegungen sind hier einfach stark auf der Unterseite, nicht ganz schwach auf der Oberseite, muss man fairerweise dazu sagen. Also hier ist eine Bestätigung durchaus wichtig erstmal, um dann reinzukommen. Und wie immer natürlich unbedingt mit Stops arbeiten, denn gerade wenn das nicht so ausgeprägt ist. Ich mache mal zwei Beispiele. Es gibt den Fall, der jetzt wie der DAX ist. Ich mache den mal so ungefähr und dann sehen wir, dass hier irgendwie sowas. So ungefähr sah das ja jetzt hier aus. Und jetzt mache ich mal so ein schönes Beispiel. So, und dann macht er so, so, so. Da kann man hier sofort die Struktur erkennen. Kann auch hier noch ein bisschen höher sein. Das ist mir normalerweise sogar noch ein bisschen lieber, weil man dann sieht, okay, es geht mehr in die Breite, es geht mehr wackelig da hin und her. Aber ich sage mal, der Ansatz ist hier eigentlich der gleiche. Trotzdem unbedingt das Ganze bestätigen lassen auf der Short-Seite. Nicht einfach sagen, oh, ich mache das mal. Insbesondere, wenn der amerikanische Markt noch so stark ist. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. Aber ist der amerikanische Markt stark oder ist es eigentlich nur die Nasdaq, die jetzt im Moment gerade hier viel Power mit reinbringt? Tatsächlich, der breite Markt, wir haben es ja eben gesehen, ist da gar nicht so ambitioniert. Ansonsten für diejenigen, die Intraday auch nochmal was anderes auf ihrer Liste haben wollen, im Moment ist gerade eine Geschichte nicht so unspannend, die wir im Trade des Tages hier aufbereitet haben. Also wer mag, guckt sich das an. Intraday ist ja mitunter eine ganz schöne Geschichte. Wir hatten gestern schon den Dow Jones auf der Stundenbasis. Jetzt haben wir heute den Exxon, eine Aktie mal. Quasi ein Umweg, den Ölmarkt zu handeln. Vielleicht mal nicht so schlecht. Schaut es euch einfach an. Mit unseren konkreten Marken stellen wir ja den Trade da entsprechend vor. So, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin macht's gut und tradet erfolgreich.